Okay, as you can see, the title of my presentations that I have taken for tonight. Wie ihr alle sehen könnt, ist der Titel meiner Präsentation für heute Abend The End of Revelation. Das Ende der Offenbarung. And there is a subtitle that I put underneath. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch einen Untertitel noch dazu gewählt. So, what I'm trying to leave in the mind, in my mind, and in the mind of my brethren, like you, is what really should be taking place first before we see this, all the prophecy in this book. Including Revelation, of course. Und das, was ich in unseren Gedanken, also in meiner eigenen Vorstellungskraft und auch in eurer zurücklassen möchte, das ist mir wichtig, dass wir uns Gedanken machen können, was muss geschehen, damit sich die Prophezeiungen dieses Buches und insbesondere auch der Offenbarung erfüllen können. Many places that I go, the brethren are very eager, very enthusiastic about to come to meetings like this to, so for me to show them or to tell them how close I see the Sunday law coming in North America, for example. Und die Geschwister bei verschiedenen Camp Meetings, die sind natürlich auch begierig, darüber zu wissen, in welcher Zeit wir leben, wie lange es noch dauert, bis das Sonntagsgesetz kommt. And I do believe that as God's people, we must be aware of the prophetic events happening in our days. I do agree with that. Und ich bin damit einverstanden, ich bin überzeugt davon, dass wir als das Volk Gottes tatsächlich auch Bescheid wissen müssen über den Ablauf der prophetischen Ereignisse, wie sie sich in unserer Zeit ereignen. But I also hope and pray that you will agree with me that while all these prophetic events are about to take place, aber ich hoffe und ich es ist mein Wunsch, dass ihr auch da mit mir übereinstimmt, dass während auf der einen Seite all diese prophetischen Ereignisse stattfinden, Jesus, because of his mercy that he has for his children, dass Jesus wegen des Mitleids, das er mit seinen Kindern hat, he is still holding, so to speak, the four winds of Revelation, because he see maybe many of us not ready to go through that experience. Dass Jesus immer noch die vier Winde der Offenbarung sozusagen zurückhält, weil er sieht, dass so viele von uns immer noch nicht bereit sind für diese Zeit. I do not think it is a coincidence that the Bible, the way it started, that's the way it finished. Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass die Bibel in genau derselben Art und Weise, wie sie beginnt, auch endet. Let me give you an example of what I'm trying to say to you. Lass mich dafür ein kleines Beispiel geben. If you take the very first two chapters of the Bible in the book of Genesis, wenn man die ersten zwei Kapitel der Bibel im Buch 1. Mose nimmt, you will see that the enemy was able to practically already on chapter 3 of Genesis trying to break up the government of God in this earth. Dann könnt ihr sehen, dass der Feind Gottes es bereits im Kapitel 3 geschafft hat, die Herrschaft Gottes auf dieser Erde zu brechen. We saw in one of my previous presentation that that's how the enemy Lucifer tried to do to cause harm to God's plan for the whole universe. Und wir haben gesehen, wie der Feind Gottes Lucifer es geschafft hat, dem Plan Gottes Schaden zuzufügen und auch dem Volk Gottes. So while we see in the first couple of chapters of the Bible the beautiful creation of God for this earth and the beautiful plan, während wir also in den ersten zwei Kapiteln der Bibel den wunderschönen Plan Gottes und auch die Schönheit der Schöpfung sehen können. On chapter 3, on the third chapter of the Bible, of the book of Genesis, we see that sin was already
introduced on this earth. Sehen wir, wie in Kapitel 3 bereits die Sünde hier auf dieser Erde Eingang findet. But if you take the last three chapters from Revelation 2, 22, 21 and 20, you will see that sin is already been put an end in this earth, in this universe. Wenn man sich aber die letzten drei Kapitel der Bibel aus Offenbarung anschaut, das wären also die Kapitel 20, 21 und 23, dann kann man sehen, wie die 20, 21 und 22 sich anschaut, dann kann man sehen, wie der Sünde ein Ende gemacht wird. We see in chapter 21 of Revelation the earth being restored again. In Kapitel 21 sehen wir, wie die Erde wiederhergestellt wird. On chapter 2 of Genesis, the very second first chapter, we see the creation also already being completed too. Und im Kapitel 2 andererseits sehen wir, wie die Schöpfung vollendet ist. In chapter, you will see then in chapter 22 that the whole plan of salvation, the whole plan of God, the government of God is completely restored again. Und im Kapitel 22 sieht man dann, wie der ganze Plan Gottes, der ganze Erlösungsplan zu seinem Abschluss gekommen ist. Again, I don't think it is a pure coincidence. Und wiederum möchte ich hier an dieser Stelle betonen, ich glaube nicht, dass es sich dabei um reinen Zufall handelt. Just remember, the Bible was written, it took about 1500 years to write the 66 books of the Bible. Und bitte bemerkt oder erinnert euch bei dieser Gelegenheit auch noch einmal daran, dass es etwa 1500 Jahre gebraucht hat, dass die 66 Bücher der Bibel verfasst wurden. And it took about 40 different writers. Es waren etwa 40 verschiedene Schreiber with different background. Mit völlig unterschiedlichem Hintergrund. Different languages. Sie haben in unterschiedlichen Sprachen geschrieben. The Holy Spirit obviously was working in the mind of those chosen people of God. Und ganz offensichtlich wirkte der Heilige Geist in den Gedanken oder wirkt er über den Geist dieser Menschen? And through that unity of the Bible, we can see that God, it has been God's plan to restore not only the earth, but each one of us to the original plan, his plan that he got for us. Und wir können darin auch sehen, dass es Gottes Plan ist, nicht nur die Erde ihrem ursprünglichen Zustand wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, sondern ganz besonders auch in uns dieses Wunder der Umwandlung geschehen zu lassen. So when I read chapter 22 of Revelation, wenn ich also jetzt gemeinsam mit euch Kapitel 22 aus der Offenbarung lese, I can see very clearly what really the Lord has been waiting to see in each one of us before the whole end of the great conflict. Dann kann ich dort ganz klar sehen, was der Herr von einem jeden von uns erwartet vor dem Ende des Konflikts. We are about to enter to the final phase of this great conflict. I know that. Und ich weiß, dass wir kurz davor stehen, in die letzte Phase dieses Endkonflikts einzutreten. In this presentation, in about 50 minutes that I'm going to take, I'm going to show you a little more about it. Und ich werde in den nächsten 15 Minuten etwas mehr dazu zeigen, wie das vor sich geht. But first, before I go there, I want you to go with me and meditate on this. What I'm trying to tell you is that before the Lord will turn loose, will allow Satan to come and do the final attack on God's people, God must be wait for something to happen in our life first. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mir die Zeit nehmen, noch einmal herauszustellen, dass bevor Satan quasi losgelassen wird, bevor die Zurückhaltung, die Gott ihm auferlegt hat, weggenommen wird und all die Dinge dann auch anfangen zu geschehen, da muss noch etwas in unserem Leben geschehen. You see, we have read a statement, I'm sure that you are familiar, like early writings come to my mind in English, page 118, where the servant of the Lord says that the message
that it is producing a harvest today, separating the wheat and the tares, is the three angels message. We are familiar with that. Und ich bin sicher, dass ihr dieses Zitat, was mir in diesem Zusammenhang natürlich auch einfällt, aus Erfahrungen und Gesichtsseite 118 Englisch kennt, dass die, dass die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft, besonders der dritten Engelsbotschaft, eine Trennung hervorruft zwischen Weizen und Unkraut. So right now, at this moment, our eternity is being decided. Und das bedeutet, dass jetzt im Augenblick wird unser ewiges Schicksal entschieden. And each one of men and women being born over here in this earth right now, they are confronted with that truth. Und das bedeutet auch, dass jeder Mensch, der hier auf dieser Erde geboren wird, mit diesen Wahrheiten konfrontiert werden muss. Jeder einzelne von uns genauso auch. And again, it's the message that God has for this time that doing that separation. Und noch einmal, es ist die Botschaft, die Gott für diese Zeit gegeben hat, die diese Trennung herbeiführt. So by the way, when somebody will charge you to being a divisive or a separatist, wenn also irgendjemand euch anklagt, dass ihr jemand seid, der ein Spalter ist oder jemand, der Trennung herbeiführt, maybe you should answer by telling them, well, by the grace of God, yes, I'm trying to separate through God to see the separation that God wants to be carried on by his message that he got for this time. Und dann könnt ihr durch die Gnade Gottes antworten, ja, durch die durch seine Gnade bin ich dazu fähig, diese Botschaft, die diese Trennung herbeiführt, hier auszusprechen, so dass sein Plan erfüllt wird. So, it's not the human instrumentality that do the separation. Es ist nicht der Mensch, das menschliche Werkzeug, das diese Trennung herbeiführen soll. So, I'm very concerned when somebody tell me, well, you know what, I'm also a preacher, but I don't preach separation. I get concerned for that. Und wenn also jemand zu mir kommt und sagt, ich bin ein Prediger, aber ich predige hier keine Trennung, dann bin ich sehr besorgt. Because what he might be telling me is that he's not preaching the three angels' messages. Denn das, was er mir damit eigentlich sagt, wahrscheinlich ist, er predigt nicht die dreifache Engelsbotschaft. Because as we look at earlier, the three angels' messages, that's what he does. Separate wheat and tares. Denn wenn wir in die frühere Geschichte der dreifachen Engelsbotschaft schauen, dann ist es genau das, was die dreifache Engelsbotschaft nämlich auch bewirkt. Eine Trennung zwischen Weizen und Unkraut. So this is the time where God's people must be doing the work that God has been given to us to prepare a people for this final unveiling of the revelation. Und das ist also die Zeit, in der Gott möchte, dass wir alles tun, um ein Volk vorzubereiten, das in dieser Zeit des Endes der Offenbarung bestehen oder leben kann. Because by the way, this message, this end time message also will prepare you and me and everybody will listen to receive the seal of the living God in our life. Denn nebenbei bemerkt, bereitet diese Endzeitbotschaft auch dich und mich und jeden anderen darauf vor, mit dem Siegel Gottes versiegelt zu werden. And that's the reason that the enemy and his agent call these messages a hatred message, a bigotry. I don't know if you use that word over here. Und das ist der Grund, warum der Feind der Seelen auch die Menschen dazu bringt, die Gegner der Botschaft dazu bringt, das eine Hassbotschaft zu nennen, eine Botschaft der Bigotterie, also dass man denkt, man sei etwas Besseres. Because the enemy knows that when God's people will be sealed with the living God, he no longer will have any case on them. Denn der Feind der Seelen weiß natürlich auch, sobald das Volk Gottes versiegelt ist an ihren Stirnen, dann kann er ihnen nichts mehr anhaben. So by the grace of God, I invite all of you, my brethren, here in Germany. Durch die Gnade Gottes möchte ich euch also alle, meine lieben Geschwister hier in Deutschland, dazu einladen, to keep not only seeking the truth or keeping the truth, but
move forward with this truth that Jesus got for this time. Ich möchte euch also alle dazu einladen, dass ihr nicht nur die Wahrheit sucht und erforscht, sondern dass ihr mit dieser Botschaft für diese Zeit auch vorwärts geht. Let's move along with the presentation. A symbol right when you open up the book of Revelation chapter 22 and the very first verse we read right there. Wenn wir das Buch Offenbarung im 22. Kapitel öffnet und dort gleich in den ersten Vers geht, dann liest man dort what I call a symbol of Christ's life on God's church, on God's people. Dann sieht man dort bereits ein Symbol des Lebens Christi in uns. He says, and he showed me a pure river of water of life. Und er zeigte mir, das ist jetzt Offenbarung 22, Vers 1, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Jesus said, whosoever drink of the water that I shall give, him shall never thirst. Und genauso sagte Jesus selbst auch in Johannes Kapitel 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. So on John chapter 4, Jesus did not only represent himself as the living water. In Johannes Kapitel 4 stellt sich Jesus also nicht nur da als die Quelle des lebendigen Wassers, but he invite the woman, the Samaritan woman, to drink of that water. Sondern er lädt gleichzeitig die Samariterin auch dazu ein, von diesem Wasser zu trinken. In another word, what Jesus was saying is, I want you to partake of my experience, and if you do that, you're gonna have eternal life. Und was Jesus dort mit anderen Worten sagt, ist, ich möchte, dass du an meiner Erfahrung teilhaben wirst, und das bedeutet natürlich, dass du dann auch das ewige Leben hast. Later on, Jesus, später, Jesus said something very which will be appropriate for our subject tonight over here. Sagte Jesus noch etwas, was für unser Thema heute Abend auch von Bedeutung ist, Johannes Kapitel 4. In the book of John chapter 7, Johannes Kapitel 7, verses 37 and on, Vers 37 und weiter, John 7, chapter 7, verses 37 and on, it says, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Johannes 7, ab Vers 37. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. So Jesus was again presenting himself as the water of given life, of the living life. Wie wir hier sehen können, stellt sich Jesus wieder als Quelle des reinen Lebens dar. In verse 38, it says, he that believe on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, a few months ago, when I started reading Revelation 22 in my devotional, in one morning, in my devotional, vor einigen Monaten, als ich begann, das Kapitel Offenbarung 22 zum Thema meiner Morgenandacht zu machen, I almost jumped out of my chair that morning. Bin ich an diesem Morgen fast aus meinem Stuhl aufgesprungen. I said, praise the Lord. Jesus is telling me that not only him is the water, is the living water, but he wants me to be a living water too for the good of mankind, of my fellow man. Und da sagte ich, preis dem Herrn, denn er möchte nicht nur, dass Jesus selbst die Quelle des lebendigen Wassers ist, sondern er möchte auch, dass ich auch eine Quelle des lebendigen Wassers bin, damit ich für andere Menschen, meine Mitmenschen zum Segen sein kann. And I saw it, I saw the creation of Genesis chapter 1 and 2 as never before that morning. Und an diesem Morgen habe ich den Schöpfungsbericht in Offenbarung in 1. Mose 1 und 2 mit völlig neuen Augen gesehen. I was able to understand a little better
why Jesus is still in the business of saving souls. Und mir war es an diesem Morgen etwas besser möglich zu verstehen, warum Jesus immer noch damit beschäftigt ist, Seelen zu retten. So before the end of all this great conflict between good and evil in this earth, vor dem Ende dieses großen Kampfes zwischen Gut und Böse auf dieser Erde, by the grace of God, you and me, if we are going to be part of His church, we are going to become that living water that Jesus was through for humanity. Werden du und ich durch die Gnade Christi zu einer lebendigen Quelle, zu einer Quelle des lebendigen Wassers werden. But that's not all. Aber das ist noch längst nicht alles. Jesus keeps showing me that morning something beautiful too. Jesus zeigte mir an diesem Morgen noch etwas anderes Schönes. Verse 2. In Vers 2 heißt es. Look what it says in verse 2. You have it right there. It says, in the midst of the street of it and either side of the river was there the tree of life, which bore 12 manner of fruits and yield her fruit every month. Okay, up to there you can read. Mitten, Offenbarung 22, Vers 2, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. So again, it was my understanding, and I'm just trying to share with you this evening already over here, that sweet experience. Und es war also mein Verständnis, und ich möchte euch hier diese Erfahrung, die ich an diesem Morgen hatte, vielleicht habt ihr so eine ähnliche Erfahrung ja in Bezug auf dieses Kapitel auch schon gemacht, sagen. Jesus is not only presenting himself, oh yes, as the living water, but as the tree that will give the fruit of righteousness for our life. Jesus ist nicht nur die Quelle des lebendigen Wassers, sondern er stellt sich hier ebenfalls dar als Baum, der uns die Früchte der Gerechtigkeit geben wird. He is, my brethren, the vine that he spoke to in John chapter 15. Er ist, so wie er es gesagt hat in Johannes 15, er ist der Weinstock. And he said right there in John 15, 1 through 5, that he is the vine and his church, his people are the branches. Und dort sagt er in diesen 5 Versen, dass er der Weinstock ist und wir, seine Gemeinde, sind die Zweige. And I'm sure you're familiar with those verses. He went on to say that if we, as long as we will remain attached to him, part of him, we will be producing the fruits. Und ich bin sicher, dass ihr diese Verse kennt. Und er sagt dort weiter, solange wir die Verbindung mit ihm halten, werden wir auch Früchte bringen. So today, this evening, we are either producing the fruit of righteousness because Christ is in us, or we are not producing those fruits if we are not in Christ. Und heute Abend bringen wir also entweder diese Frucht der Gerechtigkeit oder wir produzieren keine Frucht. So, no wonder Jesus said, by their fruit you should know them. Und das ist der Grund, warum Jesus auch sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Why do you suppose that he said that? Was denkt ihr, warum er so etwas sagt? It was because it was, that's the way that we are going to be, you and me are going to be judged. Denn das ist die Art und Weise, wie du und ich auch gerichtet werden. You see, a profession of faith, it's in vain. Denn das bloße Bekenntnis allein ist völlig wertlos. Today the enemy is making almost 100% of the Christians believe that all they have to do is just profess that they are Christians. Denn heute macht der Feind Gottes der bekenntlichen Christenheit klar, alles was ihr tun müsst, ist einfach nur glauben, vorgeben, bekennen. Even the majority of the that call themselves Seventh-day Adventists are going to be lost because they're just professing a faith. Und das gilt auch für die Mehrheit der Siebenten-Tags-Adventisten, denn die Mehrheit dieser Leute bekennt nur, einen Glauben zu haben. By the way, in a book called Spalding and Megan, I don't know if you have it in German. No. No, but you have it in English, okay. I'm sure that you have read on page 10 of that book that it's going to be the nominal, the one that just called himself Adventist, that are going to turn us into the Catholics.
Und ich bin sicher, dass ihr dieses Zitat kennt, dass es die Namensadventisten sind, die, das sagt es in Spalding Magan, das ist eine englische Zeugnissammlung und dort auf der Seite 10, aber es gibt es auch an anderer Stelle, dass es die Namensadventisten sind, die uns an die Katholiken verraten werden. And let me tell you this, that is happening. Partially happening already. Let me show you something. Und ich möchte euch etwas zeigen, dass das bereits jetzt schon angefangen hat zu geschehen. I'm going to show you why. Let me see if I can find it quickly. I just had it in my room. Ich möchte es euch zeigen. Yeah, yeah. Ich hoffe, dass okay. Ich es so schnell finde. Okay, I got it. Ich hab's. It's right here. In some part, this is happening already. In manchen Teilen des Landes geschieht dies bereits. I have over here with me a copy of a letter. Now I'm gonna leave it over here too, of a Roman Catholic cardinal that published in one of the newspaper where we publish the Earth Final Warning in North America. Did the cardinal publish the Earth's Final Warning? No, we published the Earth's Final Warning, mm-hmm. And this letter was published in the same paper written by a cardinal of Roman Catholic Church. Okay. Wir haben also in einer bestimmten Zeitung und what's the name of the... The newspaper was on the Washington Times. The cardinal... Yeah, the Washington Times. Und die Zeitung, Entschuldigung, die Zeitung, um die es hier geht, war die Washington Times, mm-hmm. Eine sehr bekannte Zeitung. Und dort haben wir Earth's Final Warning, also die letzte Warnung an die Erde, als ganzseitige Zeitungsanzeige veröffentlicht. Und der Kardinal, James Hickey. James Kardinal Hickey, mm-hmm. Der hat dann... Also ein Kardinal hat sich dann die Mühe gemacht, in einem Leserbrief darauf zu antworten. I'm not going to go and analyze the whole letter because you're going to have it and you have time later on to go through that. Ich werde jetzt hier nicht den ganzen Brief analysieren, denn ich werde euch ihn hier lassen, so dass ihr dann den später auch noch für euch selbst analysieren könnt. But you will see that in this letter what make the General Conference to take us to a federal court was exactly to listen to the Catholic Church. Aber ihr könnt aus diesem Brief heraus erkennen, dass das, was die Generalkonferenz dazu gebracht hat, uns vor Gericht zu zerren, genau von der römisch-katholischen Kirche ausging. From 1990 through 1999, we were publishing the message in North America and outside of North America openly, freely. In den Jahren 1990 bis 1999 haben wir in Nordamerika ganz offen unsere Zeitschriften und auch sonstigen Blätter veröffentlicht und verteilt. But when the Roman Catholic Cardinal placed a complaint in one of the newspapers publicly in the United States about us. Aber als ein römisch-katholischer Kardinal in einer Zeitung eine öffentliche Beschwerde über uns äußerte. Actually, he used the word over here. He said that we were a bigotry group. The Eternal Gospel Church is a bigotry, a hate group, bigotry. Let me see, a bigot ad. Accused of Catholic. Responded to claiming. It says, it's right around here. You will find it. You'll find it. Yeah, it's right here. Yeah. I'm just trying to look at my watch too. The party most responsible for this piece of bigotry was the founder of the Eternal Gospel Church of Laymen Seventh-day Adventists. Mm-hmm. Die Gruppe, die verantwortlich ist für dieses Stück der Bigotterie oder der Heuchelei, sind die Verfasser auch dieser Zeitungsannonce. Eine Gruppe, die sich selbst als Eternal Gospel Church Siebenten Tags Adventisten identifiziert. When the General Conference
read this letter, open letter, in one of the newspapers that we were putting the Earth Final Warning. Als die Generalkonferenz diesen offenen Brief in einer der Zeitungen las, in denen wir auch unsere Annonce, also unsere ganzseitige Anzeige veröffentlicht hatten. Immediately they went and hired a Roman Catholic attorney to come after us. Da sind sie sofort zu einem römisch-katholischen Rechtsanwalt gegangen und sind auf uns losgegangen. It took 90 days from this, the publishing of this letter, that we were getting somebody in my office from the court knocking on the door, my door. Es dauerte genau 90 Tage, nachdem dieser Brief in dieser Zeitung veröffentlicht wurde, bis ein Vertreter des Gerichtes an unser Bürogebäude klopfte. So, brethren, when people said that Ellen G. White was not a prophet, I said, tell me then, who is the prophet? Liebe Geschwister, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, Ellen White war keine Prophetin, dann sage ich, ja, wenn sie nicht, wer denn dann? Wer war denn dann ein Prophet? Yes, she saw what was coming, my brethren. Sie hat bereits gesehen, was hier geschehen sollte. I never imagined that what used to be my own church. Ich konnte mir niemals vorstellen, dass das, was einmal meine ganz eigene Gemeinde gewesen ist, would it hire a Roman Catholic attorney to come and persecute us. I never imagined that. Ich konnte mir niemals vorstellen, dass diese Gemeinde einen römisch-katholischen Anwalt anstellen würde, um mich zu verfolgen. So, brethren, yes, indeed, this is the time where we are going to show each one of us our color, so to speak. Und liebe Freunde, es ist also jetzt genau die Zeit, in der wir sozusagen unsere Farben zeigen müssen. In our life, we're either going to be people who are going to see on us the fruits of righteousness or the fruits of the wickedness. In unserem Leben werden die Menschen also entweder die Früchte der Gerechtigkeit sehen oder aber die Früchte der Ungerechtigkeit. We are going to be represented as part of the experience that Jesus described as a crystal clear river. Wir werden also entweder Teil dieser Erfahrung sein, die Jesus als kristallklaren Fluss beschrieben hat. Or we are going to be described, portraying ourselves, representing ourselves as the characteristic of the man of sin. Oder wir werden als Verräter charakterisiert und weisen damit die Charakterzüge des Menschen der Sünde auf. No more curse, praise the Lord. In the book of Revelation chapter 22, we also find that there's not going to be no more. We won't have to deal with this anymore. In Offenbarung 22, Vers 3 heißt es dann auch kein Fluch mehr. Gott sei Dank, wir werden es nicht mehr mit solchen unangenehmen Dingen zu tun haben. All these, my brethren, that we go through today, are going to be things of the past. Alle Dinge, die wir heute durchleben, liebe Geschwister, werden dann eine Erfahrung der Vergangenheit sein. And that's why I want to remind, wherever I go, my people, don't look at what we might go through now. No. Und das ist der Grund auch dafür, liebe Geschwister, warum ich an jedem Ort, an den ich komme, die Geschwister auch ermahne, schaut nicht auf das, auf die Probleme und Schwierigkeiten, durch die wir jetzt hindurchgehen. You know, this afternoon, when I was seeing the missionary trip that my sister Claire and her children took place in Africa, many memories came to my mind from my infancy. Und als ich den Missionsbericht von Schwester Claudia drüben in der Kinderstunde mir angeschaut habe, da sind mir ganz, ganz viele Erinnerungen an meine eigene Kindheit gekommen. Yes, I saw in those pictures the little house that I was born. Ich habe in diesen Bildern von Afrika, habe ich quasi ein Bild des Hauses gesehen, in dem ich selbst geboren wurde. I saw in those pictures many of my own experiences when I was a little child. Und ich habe in diesen Bildern einen großen Teil meiner eigenen Erfahrung als Kind gesehen. But you know what? Aber wisst ihr was? Since I came to the message, seit ich zur Botschaft gefunden habe, zur Adventbotschaft, I try to keep my mind and my thought on things that I have ahead of me. Da bin ich dabei, meine Gedanken, meinen Geist auf die Dinge auszurichten, die vor mir liegen. See, heaven is too good for me to be dwelling in things in the past.
Der Himmel ist viel zu gut, dass man darüber sprechen kann, als dass man sich mit den Dingen der Vergangenheit aufhalten müsste. You know, for the glory of God, I can tell you, Brother Grossman was there, a few witnesses were there at the court. I was able even to hug the apostate leadership of the General Conference right there in court, because to me, that was nothing what they were doing to me, because my mind was set in things above. I'm sorry. Yeah, okay. Und zur Ehre Gottes möchte ich auch sagen, dass meine Gedanken so sehr auf das, was Gott für uns vorhat, ausgerichtet waren, dass es mir im Gericht noch möglich war, den Vertreter der abgefallenen Generalkonferenz im Gerichtsgebäude noch zu umarmen. It was funny. Every time I tried to, when I saw them in the hall of the court, to go and hug them, they tried to run away from me. Ja, und es war lustig, dass jedes Mal, als ich sie dann dort sah und ich habe dann versucht, sie zu umarmen, dann sind sie immer von mir weggelaufen. But you know what, brethren? Aber wisst ihr was, liebe Geschwister? I believe that Jesus allowed those things to happen to us. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus zulässt, dass uns diese Dinge geschehen. Yes, he allow us to go through trials and hardship situations in our life. Er lässt zu, dass wir durch Prüfungen in unserem Leben durchgehen, durch Schwierigkeiten, durch Probleme. Because he wants to refine our character and our life. Denn er möchte unseren Charakter, unser Leben veredeln. He wants us to learn to depend on him. Er möchte, dass wir da lernen, auf ihn allein zu vertrauen. Especially myself, I need it. If you would have known me, like I told you earlier, you know, 20 years ago, I look at the leadership as an idol in my life. You know, I thought that they were God. Und ganz besonders ich habe das gebraucht, denn ich habe euch bereits in einem anderen Vortrag gesagt, dass ich vor 20 Jahren, wenn ihr mich da gekannt hättet, da habe ich Führung oder die Führung der Gemeinschaft quasi angesehen wie Gott. So the Lord had to allow something drastically to come to me in order for me to see reality. Der Herr musste also etwas ganz Drastisches erlauben, dass es mir widerfuhr, damit ich endlich wieder den Blick für die Realität bekam. I mean, think about this. Denkt einmal darüber nach. A group of men saying that they are God's church. Eine Gruppe von Menschen, die behauptet von sich selbst, Gottes Gemeinde zu sein. Supposed to be preaching about exposing the men of sin and the evil system of the Roman Catholicism. Die da eigentlich den Auftrag hat, den Menschen der Sünde zu identifizieren und die Bosheiten des römisch-katholischen Systems offenzulegen. Hiring, paying, employing a Roman Catholic attorney to go against one of the, they used to call me their brother. Die dann einen römisch-katholischen Rechtsanwalt anstellt, um jemanden zu verfolgen, und sie haben mich einmal Bruder genannt, den sie Bruder genannt haben. To me, my brethren, that is still a mystery. Für mich, meine lieben Geschwister, ist das immer noch ein Geheimnis. But praise the Lord that we can move on just looking ahead and not backwards tonight. Aber preist dem Herrn, dass wir vorwärts gehen können, dass wir nicht zurückschauen müssen und dass wir vorwärts gehen. So one of the greatest news that I can read in the last chapter of the Bible is that I won't have to deal with no more that got to do with the enemy. Und eines der größten Dinge für mich, die ich im letzten Kapitel der Bibel lesen kann, ist, dass ich nichts mehr mit dem Feind zu tun haben werde. The Bible says in Nehemiah, Nahum 1:9, affliction shall not rise up the second time. Praise the Lord for that. In Nahum 1, Vers 9 sagt die Bibel uns ganz klar, es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Praise God. Another thing that I want you to, I want to invite you tonight to dwell in when the enemy will try to attack you and to try to discourage you is this, the next verse.
Und das nächste, worauf ich euch hinweisen möchte heute Abend, wenn der Feind euch angreift, dann schaut euch diesen Vers an. He says, and they shall see his face. Und dort heißt es, und sie werden sein Angesicht sehen. You know, until now, no man has been able to see face to face our Creator and still live. No man. Und ihr müsst dazu ja, ihr wisst ja dazu, dass es bisher keinem Menschen hier auf dieser Erde möglich war, Angesicht zu Angesicht seinem Schöpfer gegenüberzustehen und dabei leben zu bleiben. However, that same relationship that Adam and Eve had in the Garden of Eden, that is being described over here. Und genau dieselbe Art der Beziehung, die Adam und Eva in Eden zu ihrem Schöpfer gehabt haben, diese Beziehung wird genau hier beschrieben. We will be able to speak to him as we speak to our Father today. Wir werden dort die Möglichkeit haben, zu ihm sowie zu unserem irdischen Vater hier auf dieser Erde zu sprechen. He will be able to show to us the love that he has for us as earthly fathers. We, the fathers, show to our kids today. Und genauso wie irdische Väter ihren Kindern versuchen, ihre Liebe zu zeigen, nur eben in viel besserem Maße, wird er uns dann zeigen, wie seine Liebe zu uns sich geäußert hat. So please, when you are tempted to get discouraged, wenn ihr also versucht seid, entmutigt zu werden, or go through this trials or situation in your life, weil ihr durch irgendwelche Prüfungen oder Schwierigkeiten in eurem Leben durchgeht, again, look forward what the Lord has in store for you. Dann schaut nach vorne, was der Herr für euch bereithält. Look forward, not backwards. Schaut vorwärts und nicht zurück. That privilege was not even granted to Moses, neither to Elijah, neither to the high priest. Und dieses Vorrecht, ihn Angesicht zu sehen, war weder Moses noch Elia noch dem hohen Priester vergönnt. His name, it says in verse 3 and 4, his name shall be in their foreheads. Und es heißt dort weiter in Vers 4, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Can we at least get a little glimpse of what the Bible is telling us that is in store for us? Können wir hier vielleicht nur eine ganz klitzekleine Vorstellung davon bekommen, was die Bibel für uns alle vorsieht? The Bible says that the God's name is going to be written in our foreheads. Die Bibel sagt hier, Gottes Name wird auf unseren Stirnen zu lesen sein. Brother, that means that his own character is going to be stamped in the character of those men and women that will be in heaven. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass der Charakter, sein eigener Charakter, so in diese Männer und Frauen, die im Himmel sind, eingeprägt ist, dass es ihr Charakter wird. So, heaven is going to be eternal happiness. Und daraus können wir sehen, der Himmel wird ewiges Glück sein. Eternal joy. Ewige Freude. Right there in the next paragraph in Maranatha, the servant of the Lord expand in that beautiful thought. Und im Buch Maranatha auf der Seite 242 erläutert die Dienerin des Herrn diesen Gedanken. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Die Menschen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal geschützt werden, müssen das Bild Jesu völlig widerstrahlen. No wonder we will be able to even show even love to our own enemies, my brethren. Und kein Wunder dann, dass es uns möglich ist, dass wir selbst unseren Feinden Liebe erweisen können. Because when Jesus was being put into death in the cross, he said, Father, forgive them because they don't know what they're doing. Denn Jesus hat gesagt, als er ans Kreuz genagelt wurde, als er dort am Kreuz hing, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. And we know that Jesus knew that probably almost all of them are going to be sending him to come in the clouds of heaven only to be destroyed again. Und ich bin sicher, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass die meisten dieser Leute, die da hier herumstanden, ihn nur noch sehen würden, wenn er in Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommt zu ihrem Gericht. And still Jesus was kind of a
pleading for those wicked men and women. Und trotzdem bat der Heiland für diese schlechten Männer und Frauen. So, brethren, while we are invited to warm or told to be separated from sin and sinners, we must love those sinners that are perishing because of lack of the knowledge that you and me have tonight. Und liebe Geschwister, während wir auf der einen Seite also dazu aufgefordert sind, die Botschaft zu bringen und getrennt von Sünde und Sündern zu sein, müssen wir dennoch diese Sünder, die einen Mangel an Erkenntnis haben, lieben. We must try to do all we can to reach out to those even are possessed with demons, as we saw it today. Wir müssen alles tun, was in unseren Mächten, in unserer Macht steht. Wir müssen sogar uns um diejenigen kümmern, die von Dämonen besessen sind, wie wir heute gesehen haben. And again, as you keep reading and meditating in this beautiful chapter, it gives you like a, it takes you deeper and deeper on the beautiful experience that we are going to have in heaven. Wenn man weiter in diesem wunderbaren Kapitel liest, dann sieht man auch, wie die Erfahrung, die hier geschildert wird, weitergeht. The Bible presents to us in verse chapter 22, verse 5, as we're going to be like king, we're going to be reign forever and ever with him. Und wir werden dort sozusagen als Könige dargestellt, denn es heißt hier in Vers 5, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. By the way, have you thought about why we're going to be the prince and the princess of God? Habt ihr einmal darüber nachgedacht, warum ihr einmal Prinzessinnen und Prinzen Gottes sein werdet? You know why? Warum? Brethren, because we are his children. Weil wir seine Kinder sind, liebe and Geschwister. He is the king of the universe. Und er ist der König des Universums. And because he is our father is the king of the universe, that's the reason that the Bible presents to us as prince and princess for him. Und wenn unser Vater der König des Universums ist, dann ist es klar, dass die Bibel uns dann auch als Prinzen und Prinzessinnen darstellt. We have been told that this little dust that we call earth is going to become the center of the whole universe. Uns wird in der Bibel dargestellt oder im Geist der Weissagung, dass dieses kleine Staubkorn, das sich Erde nennt, zum Zentrum des Universums wird. Created beings from all over the universe will come and then they will start asking us questions and trying to for us to share with them our own experience. Und geschaffene Wesen von ganzem Universum werden die Erde besuchen, um mit uns über unsere Erfahrung zu reden und uns teilhaben zu lassen an ihrer Erfahrung. So, my friend, heaven will be eternal happiness. Liebe Freunde, der Himmel wird ewiges Glück bedeuten. Heaven is too good to be missed. Der Himmel ist viel zu gut, als dass man ihn versäumen darf. I really feel sorry for the majority of this human race. Mir tut die Mehrheit der Menschheit wirklich leid. See, many people are even preaching and talking about that we are living at the end time. Es gibt viele Menschen, die predigen und lehren, dass wir in der Endzeit leben. But sadly, they are not trying to obtain the experience that God has been expecting to see on his people, on his church. Aber traurigerweise versuchen sie nicht, die Erfahrung zu machen, die Gott in seinem Volk, in seiner Gemeinde sehen möchte. Do you know that even there is a big movement now among inside the Catholic Church that preaches about the end time? Wisst ihr, dass es innerhalb der katholischen Kirche eine große Bewegung gibt, die über die Endzeit redet und predigt? Unbelievable! Unglaublich! I get visit in my own office often by Catholic leaders that they know my background a little bit. Und mir wird das oftmals von katholischen Führungsleuten gesagt, die wird mir da in meinem eigenen Büro berichtet von ihnen, und die kennen auch ein bisschen meine Hintergründe. Especially the leader of the laity for the Catholic Church in South Florida, he has been pleading to me for several years. He says, Raphael, we are praying for you that you should come back home.
Und ganz besonders der Führer der Laienbewegung von Südflorida, der kennt mich persönlich und der hat mir gesagt, Raphael, wir beten für dich, dass du wieder zu uns zurückkommst. And I said, yes, I want to go home. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte heimgehen. But home, to him, home is to come back to Roman Catholicism. Heim bedeutet für ihn, in die römisch-katholische Kirche zurückzukehren. His name is Vincent. I said, Vincent, I want you to come to my home. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, Vincent, und das ist sein Name, ich möchte, dass du mit mir kommst in mein Heim. And of course, we have to still try to work with as many people as possible. Und natürlich versuchen wir mit so vielen Menschen wie möglich zusammenzuarbeiten. I don't know if you have seen this over here in Germany. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hier in Deutschland gesehen habt. But this is a so-called prophecy that groups of Catholics, people around the world, you might have it over here in Germany too, are putting out, according to them, there is a prophecy that goes back about 1400 years ago. And according to them, es handelt sich hier um eine Prophezeiung, und zwar eine Prophezeiung, die etwa 1400 Jahre zurückgeht. Die wird von Katholiken um die ganze Welt, ich weiß nicht, ob ihr sowas hier schon mal gesehen habt, also mir ist es unbekannt. According to this so-called prophecy, they put together this picture over here, accounting from Peter. According to them, Peter was the first pope. Und gemäß dieser Prophezeiung haben sie hier also eine Liste zusammengebracht von Petrus an, denn Petrus war gemäß ihrer Vorstellung der erste Papst. Coming when this was printed, it was John Paul II. Und der Pope zur Zeit des Drucks dieses Blattes war Johannes Paul II. Gerade der Papst, also bis hin zu Johannes Paul II. And they left, I don't know if you can notice from there, two more open spaces. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber müsst das mal ganz genau anschauen. Wenn ihr hier hinschaut, dann seht ihr, dass noch zwei weitere Plätze offen sind. And this Catholic leader was telling me, says, Raphael, I want you to know that the end, yes, of this whole earth is about to happen. Und er hat dieser Vincent, dieser Leiter, dieser Führer der Katholiken dort in Südflorida, hat also zu mir gesagt, Raphael, ich möchte, dass du weißt, dass das Ende der Erde hier kurz vor der Tür steht. You must come back home as before it's going to be too late. Du musst so schnell wie möglich wieder zurück in den Schoß der Mutterkirche kommen, bevor es zu spät ist. We love you too much. Wir lieben dich zu sehr. We need you over here in South Florida, Raphael. Wir brauchen dich hier zur Stärkung unserer Arbeit. Of course, we know why they're trying to do that. Natürlich wissen wir, warum sie das versuchen. They just want to see the work being stopped in South Florida, North America. Denn sie wollen natürlich, dass die Arbeit, die wir dort tun, in Südflorida und auch darüber hinaus gestoppt wird. I want you to pray for me in the ministry, please. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch noch euch darum bitten, dass ihr für mich und auch meine Missionsgesellschaft betet. Because we have been told that in the book Great Controversy, denn uns wird im Buch Großer Konflikt gesagt, that one of the first things that they would try to do is to persuade the people to stop doing what they're doing. Dass eines der ersten Dinge, die unsere Gegner tun werden, ist, sie werden versuchen, uns zu überzeugen, dass wir aufhören sollen mit dem, was wir tun. And when the persuasion doesn't work, then Sister White says, they will try to persecute you, to destroy you. Und Ellen White sagt dann, wenn sie mit Überzeugungskraft nicht zum Ziel kommen, dann werden sie verfolgen, um das Ziel zu erreichen oder um zu zerstören. You see, according to the Catholic theology, it's good, it's even better to put somebody to death in order to try to save their soul. Denn nach der katholischen Theologie ist es gut, sogar besser, jemanden umzubringen, wenn man damit seine Seele retten kann. But praise the Lord, the Lord is the one that
is protecting us. I know that. Aber preis dem Herrn. Er ist es, der uns bisher beschützt hat, und ich weiß, dass er uns beschützt. But I can tell you more than one times where if it wouldn't be because of the protection of my angel, I wouldn't be here tonight. Aber ich kann euch sagen, dass es mehr als ein oder zweimal geschah, dass ich ohne den Schutz meines Schutzengels gar nicht hier stehen könnte. But praise the Lord. As soon as I arrive from here, Germany, I will be traveling to another place, and radio program is being keep going on, billboards is being keep going on, materials is being going out of the office. Und preis dem Herrn, wenn ich von hier wieder zurückkehre in die Vereinigten Staaten, dann werde ich dort zu einer anderen Versammlung reisen. Und es wird weiterhin Radioprogramme geben, es wird weiterhin werden Verteilblätter verteilt und weiterhin werden auch solche großen Werbetafeln eingesetzt werden. We need to labor while the day lasts, Jesus said. Jesus hat uns gesagt, ihr müsst arbeiten, ihr müsst wirken, solange es Tag ist. And what a greater privilege we will miss if we don't do God's will while we are on this earth. Und welch großes Vorrecht werden wir vermissen, wenn wir, während wir auf dieser Erde sind, nicht das Werk unseres Herrn tun. What Revelation 22 present to us, it's just going to be a dream for us then. Und was Offenbarung 22 uns hier vorstellt, das ist wie, als ob wir im Traum wären. And we must pray that what is being described in Revelation 22, it's going to be a reality for you and me. Und wir müssen darum beten, dass das, was hier in Offenbarung 22 beschrieben wird, für dich und mich, lieber Bruder, liebe Schwester, zur Realität wird. So going back again to this so-called prophecy, um noch einmal hier auf diese Prophetie zu kommen. If you will notice, next to John Paul II, who died already, they were telling the people that there will be only one more pope that was going to come. Und Sie haben mir gesagt, dass neben Johannes Paul II. Oder nach Johannes Paul II. Nur noch einen weiteren Papst geben würde. Und wir wissen, dass Johannes Paul II. Schon tot ist. And that Pope, according to that prophecy, that Pope was going to last very, very short. Und nach dieser Prophezeiung würde dieser nächste Papst, also der jetzige Papst, nur eine kurze Zeit da sein. And of course, shortly after this, when John Paul II died, the actual, you know, Pope came about. Und kurz nach dem Tod Johannes Paul II. Wurde der jetzige Papst Benedikt der 16. gewählt. And I ask, because I noticed there were two spaces. When he told me, he says, only one more Pope is going to come after John the II, I said to him, but why you got two spaces in there then? Two empty spaces. Aber mir ist dann klar geworden, denn er hatte mir ja gesagt, nach Johannes Paul II. Kommt nur noch ein weiterer Papst. Und ich habe aber gesehen, dass es noch zwei leere Plätze da gibt. Da frage ich, ja, und was passiert dann danach? Wofür braucht ihr diesen zweiten Freiraum? And listen, what is the understanding or the so-called prophecy that they have? Und hört einmal genau zu, was ihr Verständnis ist oder was diese sogenannte Prophezeiung hier sagt. So when I ask him why they had one, two instead of one, he says, oh, you don't even want to know, Raphael. Und als ich dann gefragt habe, warum es da hier noch einen freien Platz gäbe, hat er gesagt, oh, Raphael, das willst du überhaupt gar nicht wissen, das willst du ganz sicher nicht wissen. That's when the Antichrist will come in this earth and will try to take over God's church. Und das ist dann, wenn der Antichrist kommen wird und versuchen wird, Gottes Gemeinde, Gottes Kirche zu übernehmen. I look at him. Und schaut. I was looking at him that day. Ich habe ihn angeschaut, Vincent. Vincent, I know you have been reading our material. Vincent, ich weiß, dass du unser Material gelesen hast. Dass du es oftmals gelesen hast. What is going to take for you to see the truth? According to the Bible. Was braucht es noch, dass du die Wahrheit nach der Bibel erkennen kannst? You see, that fallacy, that deception, have been introduced even in Protestant churches today. Und ihr müsst wissen, dass diese Täuschung, dieser Irrtum heutzutage sogar
in den protestantischen Kirchen eingeführt wurde. But the poor Protestants, they don't even know where they're getting that from. Und die armen Protestanten wissen noch nicht einmal, wo sie es herhaben. You see how Satan is working? Ihr seht, wie Satan wirkt. So even the system of the Antichrist is preaching that Jesus is that this whole thing is going to end soon. Und ihr seht also, dass sogar im System des Antichristen gelehrt wird, dass es alles sehr bald zum Ende kommt. The same man brought to me some material not that long ago, in which, according to this apparition of the so-called Virgin Mary, und derselbe Mann hat mir vor nicht allzu langer Zeit auch Material gebracht über die Marienerscheinung der sogenannten Jungfrau. He was showing to me, he says, look, Raphael, this is what the Holy Mother has said to a group of people up in Europe. He said, right here, around here. He says that she's about to present her son over here into this earth. Und schau, Raphael, schau mal, was hier die Mutter Gottes gesagt hat. Sie hat hier in Europa, ich glaube es ist Medjugorje, im ehemaligen Jugoslawien, und dort hat sie dann gesagt, ich stehe kurz davor, meinen Sohn wieder auf die Erde einzuführen. So my brethren, meine lieben Geschwister, the enemy knows that his days are counted. Der Feind weiß, dass seine Tage gezählt sind. What we are being studying in the prophecy is coming to pass. Das, was wir in der Prophetie studiert haben, das wird geschehen. And whatever you decide and I decide today, that will determine where we are going to spend our eternity. Und das, die Entscheidung, die wir heute treffen, wird darüber entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. And yes, as my brother Henrik mentioned earlier, it's very important a decision in one moment that we might take. Und wie mein Bruder Henrik schon früher gesagt hat, es ist sehr wichtig, die augenblickliche Entscheidung, die kann unser Leben entscheiden. Because there are going to be only two places, my brethren. Denn es gibt nur zwei Orte, an denen wir einmal sein können. Either to be destroyed completely, which is going to happen in Revelation chapter 20. Entweder werden wir vollständig zerstört, was in Offenbarung 20 geschildert wird, or spending eternity with Jesus Christ. Oder wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen. And being bring and princes for Jesus. Und wir sind dann Prinzen und Prinzessinnen mit Jesus. How many of the young people wants to be princes for Jesus? Wie viele von den Jungen von euch möchten Prinzen und Prinzessinnen für Jesus sein? I want to be a prince for Jesus. Ich möchte auch ein Prinz für Jesus sein. I know all the adults want to be a prince for Jesus. Ja, und auch die Erwachsenen hoffe ich, dass sie auch Prinzen sein wollen. Yes, Jesus has something very good for us. Jesus hat für uns etwas sehr Schönes. It's eternal paradise. Es ist das ewige Paradies. Sister White saw a glimpse, a little bit of that paradise. Und Ellen White hat nur einen kurzen Blick darauf werfen können. And she said, language is altogether too feeble to attempt to describe of heaven. Und sie description of heaven. Und sie schreibt hier in Maranatha auf der Seite 310, hier bin ich euch leider die Quelle schuldig geblieben, ist Maranatha 310, die Sprache ist nur zu dürftig, um eine Schilderung des Himmels auch nur zu versuchen. She said, when she was showing all this of the paradise, she says, I lay down the pen and exclaim, oh, what love, what wonderful love that God has been given to us. Und als sie das alles gesehen hat, da sagt sie, hingerissen von dem alles übertreffenden Glanz und der außerordentlichen Herrlichkeit, lege ich die Feder hin und rufe, welche Liebe, welche wunderbare Liebe. So I could not finish my presentations over here in this camp meeting before reaffirming in my mind and in the mind of you, my brethren, that this is the time that we should make a decision for Christ. Ich kann, liebe Geschwister, dieses Camp-Meeting für mich nicht zum Abschluss kommen lassen, ohne dass ich euch und aber auch mir deutlich gemacht habe, dass es wichtig ist, dass wir jetzt eine Entscheidung zu treffen haben. I know that in this congregation there are some brethren, I call them brethren already, some people that have not made the
they have not been having themselves ready yet. Ich weiß, dass es in dieser Versammlung Brüder gibt, und ich nenne sie schon Brüder, die jetzt, oder Geschwister, die bisher noch nicht eine vollständige Übergabe an Jesus gemacht haben. But if you still know that you still have to keep walking through some step to come fully into that experience with Jesus, today can be that day. Wenn ihr den Eindruck habt, dass da noch ein Schrittchen fehlt, bis ihr zu dieser völligen Übergabe an Jesus kommt, heute kann der Tag sein, an dem ihr diesen Schritt geht. While a decision in one moment can take us for to be lost eternally, während die Entscheidung eines Moments dazu führen kann, dass wir ewig verloren sind. A decision that we can make for good on behalf of Jesus can provide to us, to you and me, eternal life. Kann eine Entscheidung zum Guten für dich und mich auch auf der anderen Seite das ewige Leben bedeuten. It is already too late, my brethren, to be playing church in our life. Es ist viel zu spät, liebe Geschwister, dass wir in unserem Leben einfach nur Gemeinde spielen. We don't have too much long. Wir haben nicht mehr viel Zeit, die uns da übrig bleibt. So I want to appeal to, you know, the brethren and the young people over here. Ich möchte also an diejenigen, und ich denke, diejenigen wissen, wer gemeint ist, und auch die Jungen ansprechen. Those that will need to make preparation to go through baptism in the near future. Dass ihr Vorbereitungen trefft, dass ihr euch taufen lassen könnt. Don't delay. Bitte schiebt diese Entscheidung nicht auf. Trefft eine vollständige Entscheidung für den Heiland. I'm sorry, but I felt that I got so close to some people this week. Es tut mir leid, aber ich hatte den Eindruck, dass ich in dieser Woche so nah an einige von euch gekommen bin. From my first night that I came this week. Von der ersten Nacht, von dem ersten Abend, als ich kam. I was able to meet Julie. Da habe ich an diesem Abend Julie getroffen. I met Rico. Rico? I thought they were young people that were born and raised in Adventism. Und als ich euch so gesehen habe, habe ich gedacht, das sind Menschen, die als Adventisten schon geboren und aufgezogen worden sind. Because I saw them as Seventh-day Adventists. Denn ich habe euch als siebenten Tags Adventisten gesehen. And then later I found out that they are studying. Und später habe ich dann herausgefunden, dass sie noch am Studieren sind. They are preparing themselves. Dass sie sich vorbereiten. And my brother over there from Switzerland that came with us with Marion and Sister Lena. Und mein Bruder, der dort hinten, der mit Mario und Lena aus der Schweiz gekommen ist. Brethren, I to all of you. Meine lieben Geschwister, ich liebe euch alle. I plead to you tonight. Und ich bitte, ich flehe euch heute Abend an. Let's not delay our commitment with Christ. Bitte schiebt eure Entscheidung für Christus nicht auf. Young people. Und auch ihr Jungen. I hope and pray that the parents will keep doing that good work, raising. Ich hoffe, raising young women and young men for that kingdom. Eure Eltern in dem guten Werk fortfahren, um euch für das ewige, für dieses ewige Reich zu erziehen. The decision that we make for Christ today, tomorrow might be too late. Die Entscheidung, die wir heute noch für Christus treffen können, die kann morgen vielleicht schon vorbei sein. Das kann zu spät sein. Jesus is coming very soon to take us there. Jesus kommt sehr bald, um uns dorthin zu bringen. He said unto me, these saints are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show into his servants the things which must surely be done. Offenbarung 22, Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Dinge sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss.
Behold, I come quickly. Siehe, ich komme bald. See, we never know when our life will finish in this earth. Ihr müsst wissen, wir wissen niemals, wann unser Leben auf dieser Erde zu Ende ist. Let me tell you briefly before I close. Bevor ich jetzt hier zum Abschluss komme, möchte ich euch nur noch ganz kurz sagen. I think that we are coming to the final. Yeah. You see. Well, I want to finish with this one here. Let me start closing with something that just took place in my life not that long ago. Ich möchte damit schließen mit etwas, was in meinem Leben geschehen ist. I was in a trip like this. Ich war auf einer I was getting ready to come to a trip like this. Ich machte mich bereit für eine Reise, wie um hier nach Deutschland zu kommen. And a person that I love so much. All my life. Und eine Person, die ich so sehr geliebt habe, mein ganzes Leben lang. I was pleading with that person to turn her life for Jesus. Und ich habe diese Person gebeten, dass sie ihr Leben endlich dem Heiland übergibt. And for years that person fought against me. Und jahrelang hat diese Person, die mir am Herzen lag, and the more gegen mich gekämpft. It seems like the more I was pleading to her, the more she was turning bitterness against me trying to reach out to her. Und ich hatte den Eindruck, je länger ich um sie kämpfte, je mehr Anstrengung ich da hineinlegte, umso bitterer, umso härter ist sie gegen mich geworden. Until one day, bis eines Tages schließlich, before I went to a trip like this, wie gesagt, bevor ich mich auf eine Reise wie diese machte, I made the decision to go back again to this person. Ich die Entscheidung traf, wieder zu dieser Person zu gehen. And that night again, I start pleading to this person to turn her life completely to Jesus. Und auch in dieser Nacht habe ich die Person wieder gebeten, bitte übergib du doch dein Leben vollständig dem Heiland. I did not know that that person was going to die that week. Ich habe nicht gewusst, dass diese Person in dieser Woche noch sterben würde. And I'm sure she didn't know either that she was going to die that week. Und ich bin sicher, auch sie wusste nicht, dass sie in dieser Woche noch sterben würde. But brethren, that evening. Aber liebe Geschwister, an diesem Abend. Just before I was taking off out of my home for the trip, for a coming like this. Nur kurz bevor ich aufbrach von meinem Heim, um mich auf den Weg hier zu, auf einen solchen Weg wie diesen zu machen. The Lord allowed me to go through to see one of the most wonderful miracles for my life. Hat mir der Herr gestattet, eines der schönsten Wunder in meinem Leben zu erleben. That evening before I was taking off, leaving the house, I said to this person, I want you for the last time to accept the invitation. I want to spend heaven with you. An diesem Abend habe ich also meiner Mutter gesagt, es ist mir so wichtig, dass ich die Ewigkeit gemeinsam mit dir verbringen kann. Und ich möchte, dass du diese Entscheidung für Jesus triffst. And that evening, und an diesem Abend, this person said, I don't know what is happening to me tonight. Sagte sie dann schließlich zu mir, ich weiß nicht, was da in mir vor sich geht. But this is the first time that you are talking to me that I feel comfortable and listening to you. Aber es ist das erste about religion. Es ist das erste Mal, dass du zu mir über Religion sprichst und ich fühle mich gut dabei. My brethren, this person was my own mom. Meine lieben Geschwister, das war meine Mutter. For over 20 years she was fighting with me because she was a very strong Roman Catholic lady. Über 20 Jahre lang hat sie gegen mich gekämpft, denn sie war eine sehr überzeugte Katholikin. But that evening, aber an diesem Abend, before I walked out of her house, bevor ich dann aus ihrem Haus gegangen bin, she was able to grasp my hand. Da war es ihr endlich möglich, meine Hand zu fassen. And she asked me, she said, yes, my son, tonight I want to turn my heart completely to Jesus. Und sie hat zu mir gesagt, ja, mein Sohn, heute Nacht möchte ich mein Leben
wirklich ganz dem Herrn übergeben. And without knowing, und ohne das zu wissen, far from my mind to know that when, while I was preaching in the community like this, that week, weit entfernt, dass ich das wusste, während ich also auf einer Lagerversammlung wie dieser hier predigte, somebody passed a little note to me in the pulpit. Hat mir jemand eine kleine Notiz zum Pult nach vorne gereicht? The note was saying, Raphael, you must call your home Florida. They need you there. Und dort stand drauf, Raphael, du musst zu Hause in Florida anrufen, sie brauchen dich dort. Brethren, when I finished my presentation, und als ich dann meine Predigt beendigte, it was one of my sisters that was looking for me. Was eine meiner Schwestern, die nach mir Ausschau hielt, die mich gesucht hatte. And immediately when she came on the phone, I knew that something was not right. Und sofort, als sie ans Telefon kam, wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung war. She was crying. Sie weinte. My sister. And she was telling me, she says, Raphael, our mother just passed away. Und sie hat zu mir gesagt, Raphael, unsere Mama ist gerade gestorben. She just was rushed to the hospital, dying. Sie wurde sterbend ins Krankenhaus gebracht. Come as quickly as you can. Bitte komm so schnell wie möglich. So I had to cut my meetings short that week and flew back to Florida that day. Ich habe also meine Präsentationen in diesem Camp Meeting abgebrochen und bin noch am selben Tag nach Florida zurückgeflogen. So my brethren, when I walk that morning, when I arrived to South Florida, als ich an diesem Morgen in Südflorida dann ankam, even though I saw my mom laying down in the bed, auch als ich dann meine Mutter im Bett liegend angetroffen habe, her eyes was closed. Ihre Augen waren geschlossen. She was not talking. Sie hat nicht geredet. And as soon as I walk in that room, und sobald ich in diesen Raum kam, for the first time in more than 24 hours, she opened up her eyes again. Und zum ersten Mal nach 24 Stunden öffnete sie dann wieder ihre Augen. And I just knew what was about to take place. Und ich wusste, was geschehen würde. I held back her hands again. Ich habe wiederum ihre Hände gefasst. She held my hands back again. Und sie hat meinen Händedruck erwidert. And I said, Mom, I'll see you soon in heaven. Und ich habe zu ihr gesagt, Mutter, ich sehe dich bald im Himmel. I walk out of the room. Ich bin aus dem Raum gegangen. 10 or 15 minutes after that. Etwa 10 oder 15 Minuten danach. The doctor walks into the room. Und der Arzt ist in den Raum gegangen. He came right out the room. Und er ist sofort wieder rausgekommen. He says, your mom, as you said, because I have been saying to them that my mom was going to sleep. He says, your mom, as you said, just went to sleep. Und er sagte zu mir, wie sie bereits gesagt haben, ihre Mutter ist eingeschlafen. She just died. Sie ist gestorben. But my friend, can you imagine what a different feelings I would feel if I would know that my mom would take that decision before I went to that trip that week? Und liebe Geschwister, könnt ihr euch vorstellen, wie anders meine Gefühle gewesen wären, hätte ich nicht dieses letzte Gespräch vor meinem Flug mit ihr gehabt. So my brethren, my young people and adult, heaven is too good to be missed. Meine lieben Geschwister, meine älteren und auch meine jüngeren Geschwister, liebe Kinder, der Himmel ist zu kostbar, zu schön, dass man ihn einfach verschenken dürfte. We cannot miss the beautiful river. Wir können diesen wunderschönen Platz, den dürfen wir einfach nicht. We cannot miss the beautiful fruit of that tree. Wir dürfen dort nicht die wunderschönen Früchte verpassen, vom Lebensbaum. And most of all, we cannot miss to be with Jesus. Und am allermeisten, wir dürfen nicht verpassen, mit Jesus dort zu sein. So let me close by saying, lasst mich abschließen. I want to thank God for allowing me to come back here in Germany to with you. Ich möchte Gott an dieser Stelle danken, dass er mir gestattet hat, wieder nach Deutschland hierher zu kommen. I want to thank my brother Corinth and all of you here for inviting me back.
Bruder Korinth und auch allen anderen danken, dass ihr mich wieder hierher eingeladen habt. I want to thank for each one of you to be partaking of this camp meeting. Und ich danke auch einem jeden von euch, dass ihr an dieser Lagerversammlung teilgenommen habt. I want to keep encouraging you to be here up to the end. This camp meeting. Und ich möchte einen jeden von euch dazu ermutigen, bis zum Ende dieses Camp Meetings zu bleiben. And yes, I want to encourage you that if we don't see each other again in this earth, let's make a commitment tonight that we can see each other in heaven then. Und ja, ich möchte auch euch dazu auffordern, einen Bund mit dem Heiland zu machen, dass wenn wir uns auf dieser Erde vielleicht nicht wiedersehen, dass wir uns dann zumindest im Himmel wieder treffen können. Yes, Sarah, you want to say something? Ich hätte einen Wunsch, können wir zusammen eine Gebetsgemeinde bilden? She has a wish whether we could have a prayer community, a prayer together in little companies. Oh yes, that's good. Let's do it. Ja, das ist eine gute Idee. Das wollen wir so machen. Let's do it like that then. I'm sorry. Es tut mir leid. Okay, let's then, how do you want to do this, in three or four? Or lass, two or three? Dann bildet kleine Gruppen von vielleicht drei oder vier und kniet euch zusammen nieder und betet miteinander.